Das Neueste aus der Region wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi vom Keller bis zum Dach. Hallo Neumarkt und herzlich willkommen zu unserem dritten Sommer-Spezial. Unser Geburtstagskind der Woche ist Werner Schmidtbauer. Der Moderator und Musiker war vor kurzer Zeit in der Region zu Gast und hat ein Konzert gegeben. Wir haben uns ausführlich mit ihm unterhalten und ein paar Ausschnitte habt ihr schon sehen können. Jetzt aber gibt es erstmals das ganze Interview. Werner, schön, dass du da bist hier im Zirkuszelt. Ich glaube, das ist selbst für so einen erfahrenen Musiker und Moderator wie dich noch ein besonderer Ort. Absolut. Also diese Art von Zelt habe ich in Passau auch schon einmal erlebt. Und ich liebe diese Zirkuszelte, weil die nämlich eine schöne Akustik haben, weil die rund sind und du nicht irgendwie ins Leere hinten ausspürst und die Menschen halt wahnsinnig nah da sitzen. Und ich als Kind war immer Zirkusfan. Ich bin auch mit meinen Kindern dauernd in den Zirkus gerannt, wenn ich in Bad Aibling so ein kleiner Zirkus war. Und der Zirkus hat ja eh eine Riesengeschichte und es ist eine Riesenehre eigentlich, dass man da spielen darf. Der Mann draußen hat mir erzählt, dass sein Onkel dieses Zirkuszelt gebaut hat, alleine. Alleine gebaut hat? Ja. Na, dann ist ja gleich nochmal besser irgendwie. Nein, also man merkt gleich, wenn man hier auf dem Hof hat, auch an den Menschen her und auch da an diesem wunderbaren See, Baggersee, dass es ein besonderer Platz ist irgendwie. Es schmeckt alles ein bisschen nach Sommer und Gemütlichkeit. Auf jeden Fall. Du bist jetzt bewusst alleine unterwegs diesmal, nach vielen Jahren mit Band. Wie kamst du zu dieser Entscheidung? Also ich habe ja alleine auch angefangen. Das ist 45, ich habe nächstes Jahr mein 45-jähriges Bühnenjubiläum und habe 17 CDs gemacht in der Zeit. Und ich habe nach der ganzen Geschichte mit Süden, das war so ein Projekt mit Pippo Pollina und Martin Kelverer, wo wir ganz viele Zuschauer gehabt haben und wirklich die Maschine sehr groß wurde, sozusagen die Tourmaschine, habe ich mich total gesehnt, mal wieder allein auf der Bühne zu stehen. Und die, überhaupt, ich fahre ja auch allein rum. Also ich habe jetzt einen Freund dabei, der mitverkauft, so Merchandising. Normal bin ich ganz allein unterwegs. Und ich wollte einfach mal wieder ausprobieren, wie das ist, wenn du in kleinerem Rahmen, aber auch in größerem Rahmen, ich habe ja schon vor 3.000, 4.000 Leuten allein jetzt gespielt, wenn du da stehst, hast du nur deine Gitarre und dich. Und dann ist nämlich ein Gradmesser, da müssen die Songs einigermaßen was down, weil sonst hast du überhaupt keine Chance. Man kann sich in der Band ein bisschen verstecken, oder? Wenn man mal daneben haut, oder? Also Band war eh so, die war vor vielen Jahren mal, vor 23 Jahren habe ich ein Duo gegründet gehabt, oder 26 Jahre schon her, mit Martin Kelver. Also wir waren zu zweit, also es war jetzt nicht eine Riesenband. Aber der Martin ersetzt der Band, also der spielt vom Drumset, also über alle möglichen Schlagwerke und vor allen Dingen eben Piano. Und es war schon eine Umstellung, aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt so befreit irgendwie. Also es ist auch wunderschön, wenn du allein bist, weil du kannst zum Beispiel auch das Programm einfach umschmeißen. Also wenn da irgendjemand was wünscht oder du denkst mir, heute habe ich Lust mal auf was ganz was anderes, was mir gestern noch eingefallen ist, dann machst du es einfach. Und das ist großartig. Du hast jetzt gerade einen Song gespielt, den du auf dem Berg geschrieben hast. Kommt es öfter vor, dass du an außergewöhnlichen Orten schreibst? Die sind immer so außergewöhnlich, wie der Moment ist, wo mir so ein Song erwischt. Also der kann mich auch einfach nur daheim erwischen, in meinem Zimmer, und dann wird es eine lange Nacht. Also bei mir kommen Lieder. Ich bin keiner wie viele Kollegen, die sagen, so jetzt schreibe ich mal wieder ein Lied, und sitzen sie hier und schreiben wirklich ein Lied. Also so wie man ins Büro geht oder so, sagt so, heute, das kann ich gar nicht. Also ich merke, dass irgendwann habe ich eine Idee oder irgendeine Hookline auf der Gitarre, und dann auf einmal merke ich, boah, jetzt kommt ein Lied, jetzt weiß ich genau, was los ist. Irgendwie, meistens ist es erst ein Satz thematisch zu irgendwas. Und dann bleibe ich so lange sitzen, egal was ich da für Termine absagen muss, bis dieser Song fertig ist. Und auf dem Berg bin ich eh gern und oft, ich bin wahnsinnig oft in den Berg. Ich mache ja diese Sendung Gipfeltreffen, wo ich mit Leica AWG auch sehr viel allein. Und da habe ich immer diese kleine Gitarre, die da auf der Bühne steht, da rechts. Die habe ich immer mit dabei, weil die kriegt man in den Rucksack. Nein. Und dann klimper ich wahnsinnig gern auf dem Berg, und da sind schon so manche Lieder entstanden. Ja. War das auch mit Corona dann was dir geholfen hat? Weil das war für Musiker keine tolle Zeit. Es war zum einen war es keine tolle Zeit vom Spielen her, natürlich. Ich hatte das Riesenglück, dass mein Fernsehen weitergelaufen ist, dass ich weiterhin Gipfeltreffen machen durfte. Auch wenn mit Abstandsregeln und so, da hat es dann keine Brotzeit aus einem Rucksack gegeben. Aber das war auf der einen Seite auch eine Riesenbesinnung, weil ich habe nach ganz vielen Jahren, wo ich sehr viel gemacht habe, auch früh unterwegs war, hat mir das wahnsinnig gut gemacht. Ich bin eigentlich ein Mensch, der gar nicht so sehr die große Bühne benötigt für sein Ego, sondern das ist halt mein Beruf und meine Passion, auch Musik zu spielen. Natürlich, umso mehr Leid, umso besser, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann depressiv wäre, wenn ich nicht auf der Bühne bin. Ich habe das sogar sehr genossen. Also bin in einer neuen Beziehung jetzt, was heißt neu, seit 3-4 Jahren, und wir haben da endlich Zeit gehabt füreinander auch. Und das war wahnsinnig schön natürlich. Und es macht auch mal wieder Spaß, die Songs
normalerweise verklingt der letzte Akkord, dann kriegst du Applaus, wenn du spielst. Und wenn du da in deinem Wohnzimmer hockst und spielst, klatscht keine alte Sau, die Katz schlaft und niemand rührt sie. Und das ist schon einmal wieder, es hat viele Lieder verändert, das wird man auch heute Abend merken, dass sie die Lieder in der Pandemie zum Teil verändert haben, anders Arrangement gekriegt haben, teilweise andere Textzeilen in älteren Liedern vorkommen plötzlich. Also das hat die Pandemie schon gemacht. Und umso größer die Freude natürlich, dass wir jetzt wieder zusammensitzen können und spielen. Also weil du merkst schon, dass, also Heinrich Böll hat mal gesagt, diesen wunderbaren schlauen Satz, ein Volk ohne Kultur ist auf dem Weg in die Barbarei. Und in der Corona-Zeit war es jetzt so, da haben wir nur noch funktioniert. Wir haben gearbeitet und ansonsten waren wir daheim und haben uns versteckt irgendwie. Und jetzt hat, und Kultur brauchen wir aber. Geistige Nahrung brauchst du, sonst verkümmerst du. Das unterscheidet uns Menschen von anderen Lebewesen, dass wir uns geistigen Austausch brauchen. Und das merkst du total in letzter Zeit im Publikum, dass die Leute wieder mit ganz offenem Herzen und offenen Ohren da sitzen und das so genießen. Weil es ja auch was anderes ist, als wenn man vor dem Monitor hockt und irgendwas streamt. Ja, das war ja immer die Mutmaßung, dass das eben ersetzbar sei wohl durch Streaming. Aber es ist wirklich was anderes, wenn du die ins Auto setzen musst oder in Zug oder auf der Radl und fährst wohin und löst eine Eintrittskarte, die jetzt auch teurer geworden sind, alle nach der Pandemie, logischerweise, weil die Veranstalter ja auch 2 Jahre lang nichts verdient haben und weil auch da wieder so ist, dass Servicekräfte auch in den Veranstaltungsbereich schwierig und rar geworden sind und mehr Geld verlangen und so weiter. Aber entscheidend ist, dass man sich auf den Weg macht und den Weg nimmt zur Kultur hin. Also ob es jetzt ein Theaterstück ist oder in einer Ausstellung und sich Bilder anschaut oder eben bei so einem Kleinkunst- oder Liedermacherauftritt einfach hört, was denkt der, was schreibt der und was ist das für mich? Also das, glaube ich, ist wahnsinnig wichtig für intaktes Seelenheil. Du bist ja nicht nur Musiker, sondern auch Moderator. Du hast, glaube ich, über 400 Sendungen live aus dem Schlachthof Alabama. Das habe ich damals geguckt in den 80ern. Ja, auf jeden Fall. Hat mich auch inspiriert. Ich finde, das war damals, glaube ich, ein cooles, freches Format, wo die Leute... Gutes Format auch für uns. Also erstmal haben das wahnsinnig viele Leute angeschaut. Also das war scheinbar war sehr, sehr populär. Wäre wirklich heute noch darauf angesprochen. Und war eigentlich so die erste wirklich freche Live-Jugendsendung, die es nicht nur im bayerischen, im deutschen Fernsehen gab. Mit Bands, mit Mordsstreitigkeiten, das ist teilweise fast in Schlägereien ausgeartet, wenn es so rechtsradikalen Themen waren und wir dann wirklich so junge Nazis da sitzen gehabt haben. Und die haben, also da war es zwar sehr grenzwertig teilweise, aber wahnsinnig schön. Und ich war damals 22, wo ich das begonnen habe. Heute bin ich 62, also nächstes Jahr habe ich 40 Jahre Fernsehen dann. Afuit, gell? Aber das war für uns einfach ganz schön. Und ich glaube, das Format würde man sich heute wieder wünschen, weil es gab dann so eine Zeit in den 90er, Anfang 2000er Jahre, wo die Jugendlichen gar nicht mal so extrem politisch waren. Da war eher so diese sogenannte Spaßgeneration, Spaßkultur. Und da ist dann Live aus Alabama eingestellt worden. Aber jetzt, glaube ich, ist die Jugend wieder sehr politisiert, wie wir alle ja mitkriegen, durch die Aktionen, die stattfinden. Und weltweit eigentlich gibt es eine sehr bewusste Jugend, diese Fridays for Future Bewegung. Und ich glaube, es war höchste Zeit, finde ich, wieder politische Live-Jugendsendung zu installieren, weil reden dann immer nur die alten Politiker und waffeln sie dann ab und die jungen Leute dann fühlen sich nicht abgeholt. Das stimmt sicher. Also ich merke es auch, dass die jungen Leute viel Interesse haben an politischen Themen und ich glaube, da ist eigentlich auch das, was du vorgelebt hast, dass man halt immer einfach miteinander spricht, statt übereinander schimpft. Ja. Das macht schon viel aus. Es gibt ein ganz neues Stück, was ich heute das erste Mal spiele, wahrscheinlich, wenn ich es mir traue. Das heißt, wir sind eins. Und das genau ein Lied, das ich geschrieben habe jetzt nach der Pandemie und auch während dieses Dreckskrieges da, des fürchterlichen, einfach weil so eine Spalterei in den Köpfen stattgefunden hat. Das ist eigentlich die größte Dramatik, finde ich, in der letzten 3 Jahre, dass wir uns so auseinandergespalten haben. Also die Pro-Impfen, Gegen-Impfen, Pro, keine Ahnung, mittlerweile gibt es Leute in Deutschland, die legitimieren diesen Krieg, den Putin da vom Zaun gebrochen hat. Ich finde, dass mir nicht verlernen darf, verzur zum Herrn und den anderen auch wirklich in seiner Andersartigkeit und seinem Andersdenken akzeptieren. Weil das ist ja weltweit so. Das ist der eigentlich überwunden geglaubte Ost-West-Konflikt, Kapitalismus gegen Kommunismus, was weiß ich, bricht wieder komplett auf. Und du denkst, sag mal, was gibt es denn? Was haben die Friedensbewegung 40 Jahre gehabt? Leute wie Konstantin Wecker sind total frustriert zum Teil, weil die haben dagegen angesungen, so lang. Und ich habe mich auch in meiner Welt, ich bin nicht so ein realpolitischer Liedermacher wie der Konstantin, aber er hat dagegen angekämpft. Und deswegen dieses Stück, wir sind eins, um die Leute zu erinnern, dass wir nur ein Leben haben und nur diesen einen Planeten. Und wir können uns jetzt 1000 Schlachtfelder zerstreuen, das hilft uns nicht.
Gab es unter deinen vielen Interviews eines, wo du sagst, das ist mir im Gedächtnis geblieben, ein Mensch, der dich besonders bewegt hat? Also mir sind natürlich alle Interviews im Gedächtnis geblieben. Vor allen Dingen die Interviews im Gipfeltreffen, wo man ja einen ganzen Tag mit dem Gast verbringt. Und da kann ich dir oft, wenn ich diese Berge dann mal nachgehe, wo ich mit den Leuten war, genau sagen, meine Frau lacht da immer, weil ich dann kann ich sagen, das war der Geißlerberg oder das war der, keine Ahnung, Berg, ja. Übrigens jetzt dann, in zwei Wochen gehe ich mit meiner Ex-Kollegin und wirklich immer noch guten Freundin Sandra Maischberger auf dem Gipfel, mit der ich so lange auch live aus dem Schlachthof moderiert habe, oder eine Zeit lang. Aber was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, war ein Interview aus der Alabama-Zeit, live aus der Alabama-Zeit. Wir waren die erste Jugendsendung, die diesen China-Tibet-Konflikt thematisiert hat und da politisch Stellung bezogen hat, dass das nicht in Ordnung ist, dass die Chinesen da einmarschieren und der Dalai Lama ins Exil geht. Und damals wurden wir dann angefragt vom Büro des Dalai Lama, dass er in Deutschland sei und diese Sendung gesehen hätte auf einer Videokassette, VHS-Kassette damals noch. Und dann habe ich mit dem, ich glaube, eine knappe Stunde ein Interview gehabt, nicht in der Öffentlichkeit, weil er war sehr stark gefährdet, dass er in ein Attentat rennt in dieser Zeit oder umgebracht wird. Und das war für mich ein sehr beeindruckendes Interview. Also das hat mich sehr beeindruckt. Da haben wir geredet über Gewalt und über Wut, aber auch über Frieden. Und das war ein spannendes Gespräch, sehr lustiges Gespräch. Das glaube ich, der macht auch immer so einen lustigen Eindruck. Gibt es auch Leute, mit denen du sagst, da würde ich nicht reden, oder muss man mit allen reden? Du, ich glaube, naja, das ist, haben wir ja wieder so ein Beispiel. Gell? Ja. Wer würde jetzt mit Putin tatsächlich sich hinsetzen? Weiß ich nicht, würdest du dich mit Putin hinsetzen? Ich glaube, ehrlich gesagt, also jetzt wäre ich nicht in der Verfassung, habe auch nicht die politische Bildung dafür. Da braucht es dann schon richtig gute Leute, Journalisten, die das politischen Background genügend haben. Von der menschlichen Seite ist es so, dass ich glaube, letztlich musst du mit Olli reden. Was ist die andere Lösung? Also du kannst ja nicht hoffen, dass denen in den Kopf geschossen werden, dass er dann nicht mehr da ist. Also das ist auch wieder eine inhumane Forderung. Ich glaube, es wäre gescheit, auch dieses Gespräch zu suchen. Ich bin mir nicht sicher, ob es was bringt, aber solange wir Menschen Menschen sind, müssen wir miteinander reden, auf alle Fälle. Vielen herzlichen Dank, dass du mit uns geredet hast. Und danke dir, Peter. Gute Zeit noch. Dir auch. Tschüss. Servus.